So. Dieses Internets. Dieses Anmerkandere hat ein Live-Video gestartet. Mhm. Hi. Ins Nichts zu reden. Hallo, hallo. Sind schon Leute da? Hi, 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 hi. Schau mal, ein Kölner oder eine Kölnerin ist auch schon da. Cool. CGN, das erkenne ich immer sofort. Moin. Wir warten noch kurz ein bisschen, bis ein paar mehr Leute drin sind. Es sind aber schon 2,6, das ist natürlich viel. Okay, Hallo. Hallo. Können wir uns hören? Ich glaube schon, ne? Hola, ¿qué tal? Wunderbar, großartig. Toll. So, we were wondering if we have to talk a bit in English, just a bit, so people from somewhere else understand us. We are two of the Anmerkandereits, and today a new song was published, and today at 8 the video to the song comes, and we're just gonna do a little live to talk about whatever we want to talk about. So viel passiert. Bei uns zumindest seit heute 0 Uhr gibt es einen neuen Song. Ein Video kommt gleich in einer halben Stunde. Das Album wird am 3.3. kommen, haben wir heute angekündigt. Albumcover könnt ihr schon sehen. Und vor allen Dingen kann man es jetzt vorbestellen, das man Album. Man kann es schon vorbestellen. Konzerte nächstes Jahr, wissen schon alle. Haben wir schon. Letzte Woche. Haben wir nicht auch schon ein paar, ja. So viele News. Es gibt so viele News. Und es ist aber auch irgendwie gut so, dass es mal wieder viele News gibt. Womit wollen wir anfangen? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich gerade. Dem Song? Also, ja. So, what Severin just said, he summed up all of our news. New song, new video today. You can pre-order our album. On the 3rd of March next year it's coming. It's a release. And we are happy about everyone pre-ordering. Wie machen wir weiter? Eigentlich mit dem Song, hast du gesagt. Eigentlich, ne? Mit dem Song. Song und Album sind ja natürlich auch irgendwie sehr verknüpft, weil der Song heißt, es ist Abend, und das Album heißt, es ist Abend und wir sitzen bei mir. Ja. Da ist ja schon eine Connection da, deshalb auch der Song passend zum Album. Stimmt, du hast recht. Eigentlich ist das unser Titeltrack. Das stimmt. Das ist unser Titeltrack. Deshalb haben wir auch diesen Song ausgewählt, dass das irgendwie zusammenkommt. Ich weiß noch, das war sehr schön, als wir das Album aufgenommen haben. Wann haben wir das denn aufgenommen? War ja ganz, ganz heimlich im Sommer. Haben wir das, ja, stimmt. Gemacht, ne? Wir haben ganz heimlich im Sommer ein Album aufgenommen, mhm, und ganz viele Freunde eingeladen und gesagt, ihr könnt alle vorbeikommen, ihr müsst nur ruhig sein, während wir aufnehmen. Und dann haben wir unter anderem auch diesen Song immer gespielt, und irgendwann, nachdem wir den auch so ein bisschen aufgenommen haben, haben wir uns, glaube ich, entschieden, dass es doch irgendwie cool wäre, wenn das Album so heißen würde, weil man dann irgendwie so einen roten Faden hätte, der einfach so ein bisschen, jetzt ist nicht so ein richtiges Konzept, aber so ein roter Faden, der sich so durchs Album, der so da durchläuft. Voll. Und dann waren wir ganz glücklich, einfach, dass man mal einen Albumtitel hat, bevor alle Songs fertig aufgenommen sind. Ich glaube, sonst haben wir immer, nachdem alle Songs, ne, dann haben wir nochmal so... Am Ende erst so ein bisschen. Und das war jetzt für uns auch so ein bisschen der rote Faden für das ganze Album. Ne? Also so dieses, man sitzt wieder zusammen, das war jetzt auch eine längere Zeit nicht möglich. Und dass das jetzt irgendwie wieder möglich war, zusammenzusitzen, Musik zu machen, sich Freunde einzuladen. Wir haben es in Köln aufgenommen, in unserem Proberaum. Also irgendwie die ganze Freundeskreis um uns rum war da. Und es war irgendwie anders als bei anderen Alben, wo man in Spanien, waren wir sehr isoliert in einem Dorf. 12 waren wir zu Hause, jeder für sich ganz alleine. Alles nichts Konkretes, waren wir im Hansa-Studio in Berlin, da war auch niemand zu Gast, deshalb war das jetzt für uns mal richtig schön. Viele Leute um uns rum zu haben, die dann immer stilles Mäuschen spielen konnten. Und Oder lautes Mäuschen. Es gab ja auch echte Mäuse. Jo. Aber deshalb ist das auch der Song, der jetzt irgendwie zum Album Pre-Order-Start mit rausgekommen ist. Und auch, dass es so easy war, ne? Das war auch cool. Also, dass es
Ich meine, wir haben auch 2020 und 2021 am Proberaum mit Leuten gechillt, aber dann war halt immer das Ding, naja, also wie viele Shots hast du? Hast du heute einen Test gemacht? Hättest du Bock noch irgendwie einen offiziellen Test zu machen? Mit wie vielen Leuten hast du denn gechillt in letzter Zeit irgendwie und so? Weil natürlich dann die Angst immer groß war. Und jetzt einfach mal so ganz lässig rumhängen zu können, das war irgendwie episch. Ja, Video gleich. Ja. Also in 20 Minuten, nee, nicht ganz 25 Minuten, kommt das Video zum Song. Da können wir kurz schon mal erzählen. Da haben wir eigentlich versucht, genau das darzustellen, was in dem Song behandelt wird. Ne? Also, beziehungsweise wir haben es gemacht auch. Wir haben es gemacht und eigentlich ist der Song ja auch genau so entstanden. Um einen Tisch sitzen, leckeren Wein trinken oder ein Wässerchen und den Musik hören, über Sachen sprechen, und das ist so ein bisschen das Setting, wo wir dann auch jetzt das Video zugemacht haben. Wir haben mitten im Proberaum alles leergeräumt, in die Mitte einen runden Tisch gestellt, uns zu dritt drum umgesetzt, und dann war Lenny und Martin, die die Fotos und Videos gemacht haben, und Timo auch, sind mit so einem kleinen Wägelchen, es war wirklich so ein ganz kleiner Wagen, wo Martin und Lenny drauf sitzen konnten, und dann sind die so um uns rum im Kreis gefahren die ganze Zeit, während wir den Song gespielt haben. Und das hat auch Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, 4-5 Takes gemacht. Und dann ausgesucht, naja. Das war sehr locker. Das fand ich auch wie immer, ne? Das fand ich auch sehr schön. Vor allem fand ich es sehr schön, dass das mal wieder ein Moment in unserem Beruf war, wo wir, man darf ja das eigentlich hier auf Meta gar nicht sagen, aber wo wir einen Vollkornsprudel trinken konnten. Ja, das stimmt. Das war dann sehr angenehm. Voll. Aber mein schönster Moment war eigentlich dein Fußinstrument. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir wollten nämlich noch so einen Sound reinbringen, aber weil wir alle die Hände voll hatten, gab es noch so ein kleines Mini-Keyboard, und dann haben wir so, hey, wer kann das spielen? Haben wir ausprobiert, das mit der Nase noch zu spielen und so, aber... Auf dem Tisch, das habe ich kurz überlegt, das wäre vielleicht fast noch witziger gewesen, hättest du das mit der Nase gemacht. Aber dann hat Henning mit dem Fuß gespielt, das sieht man, glaube ich, auch ganz am Anfang vom Video. Das erste fußgespielte Instrument. Stimmt. Außer so Außer Bass natürlich Drum. Du immer die ganze Zeit, ja. Das zählt nicht richtig. Wo ich meine, du hättest das auch schon mal gemacht. Ich meine, du hättest auch schon mal irgendein Synthi. Ja, oder ja, bei dem Video habe ich jetzt auch Drums und dann geloopt und dann Bass gespielt, also auch ein bisschen mit dem Fuß, aber naja. Das hört man auch so ein ganz klein bisschen, dass wir einfach uns, weil Sebi spielt praktisch erst Schlagzeug, tut das dann in den Loop, und dann müssen wir kurz noch unser neues Tempo finden in der Videoversion. Ja, das stimmt. Das ist ganz süß irgendwie, das fand ich ganz nett. Ja, okay. Mensch, ich habe mich gerade gefragt, wir müssen noch mal wiederholen. So guys, everybody who doesn't speak German, we are gonna release our new album on the 3rd of March next year, 2023. And we are happy to announce that you can pre-order from now on, and that today in 20 minutes a new music video comes. We're also very happy about that. There's a question: is there a particular song you're most excited about releasing? I think every song is like a baby, and you're afraid to let them out in the big world, but still, to me, the song which was released today and which has this video coming later is a very special song because it was one of the first songs we recorded together, and it's also the song giving the album the title, and we really like that. Und wir haben gemerkt, dass eigentlich unsere Traumvorstellung ist, falls ihr diesen Song oder das Video heute hört oder den Song vielleicht auch nochmal morgen hört oder übermorgen. Unsere Traumvorstellung ist eigentlich Küche, Musik, bisschen was trinken und Chips Ungarisch. So wäre perfekt. Bisschen, genau, das ist gut. Chips Ungarisch, das beschreibt es gut. Ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ohne Werbung machen zu wollen. Es gibt es bestimmt von vielen verschiedenen Marken auch. Ja. Aber finde ich gut. Wir können auch noch eine Playlist machen, wo wir noch ein paar andere Songs dazu tun, die in den Modus passen, und dann kann man das so schön... Das haben wir ja oft gemacht dann auch, als wir über das Album gesprochen haben, und man fängt dann ja als Band, wenn man so weiß, okay, jetzt hat man wieder Lust, ein Album zu machen, auch an so brainstormen, was kann man so machen, was sind schon für Songs da, was sind für Songideen da,
da saßen wir auch sehr oft in diesem Setting. So. Deshalb finde ich das wirklich auch einer der schönsten Songs für mich, so, dass der jetzt auch draußen ist und dass das so ein bisschen den Vibe settet für das Album. Auf dem Album ist natürlich auch ganz viel anderes noch dabei. Also es ist wirklich eine bunte Mischung von Themen wie auch musikalischen Elementen. Genau, es sind auch Songs drauf, die ihr schon kennt, glaube ich. Ausgehen wird drauf sein. Tommy wird drauf sein. Tommy ganz am Ende. Orangenlied. Auch schon raus, stimmt, absolut richtig. Mehr nicht. 3 Tage mehr und es ist Abend. Und dann bleiben aber noch, wir haben 15 Songs, da waren wir auch überrascht, wie viel wir da gemacht haben. Ich habe mich gerade gefragt, sollen wir mal einmal Winke-Winke machen mit unserem, mit der Außenwette? Einmal Winke-Winke mit der Außenwette. Weil wir haben natürlich noch weil unser allerliebster Gast, der eigentlich sonst immer unser Gastgeber ist, aber unser, wenn man ehrlich ist, er ist die wahre Seele des Proberaums. Und jetzt frage ich mich... Hat Chrissy schon eine Anfrage gestellt? Wir wollen ihn gerne mit hier reinholen. Immer diese Technik. Anfrage ansehen, nee. Nee. Das hier? Cianen, ja, da wollen und wir weitere hin. Weitere 10 Leute haben eine Anfrage gestellt. Es könnte sein, dass wir jetzt einfach random wen reinholen, das ist ja auch witzig. Warum können wir die anfragen? Können wir vielleicht hier mal draufklicken? Dass alles so mini ist. Wenn der Christopher an gleich reinkommen. Das ist auch so eine Krankheit von mir. Na? Hallo. Hallo. Ja, ne? Hier, Happy Release, ne? Happy Release, ja, echt. Euch beiden auch. Voll geil. Ich wollte gerade schon meine Krankheit beschreiben, dass, weiß nicht, irgendwann habe ich angefangen, dich immer Christopher Annen zu nennen, obwohl ich dich ja auch sonst öfter mal Christopher nenne. Ist das manchmal so eine Krankheit, wenn wir irgendwie zusammen was essen gehen oder so, dass ich dann dich Christopher Annen nenne? Christopher Annen, mein voller Name. Genau. Ich habe keinen zweiten. Genau. Hat eigentlich einer von uns einen zweiten Vornamen? Nee, keiner, ne? Ich glaube, keiner. Ich habe heute zufälligerweise mit Selvi drüber geredet, dass Maria der einzige zweite Vorname für Männer ist, der weiblich ist. Stimmt. Dass aber Frauen dürfen nicht Josef heißen. Das ist irgendwie absurd. Aber stimmt, Maria hört man öfters. Christoph Maria Herbst. Stimmt. Ich glaube, das war immer so ein Patending, dass die nach ihren Patinnen und Paten benannt wurden früher. Eigentlich ganz süß. Ich finde das eigentlich ganz süß. Das ist eigentlich echt ganz süß. Kurzer Exkurs. Genug von uns. Wie findest du denn unser Wie findest du unser Album? Ich finde, das Album ist sehr, sehr schön geworden. Das habt ihr sehr, sehr schön gemacht. Tolle Songs und tolle Drums und tolle Gitarren. Also bei dem Song, den wir jetzt rausgehauen haben, da gibt es eine Stelle, wo ich natürlich immer an dich denken muss, weil die sehr wichtig war, nämlich noch einmal aus diesem Loop auszubrechen, noch mal einmal was anderes anzubieten und dann in den Loop zurückzugehen. Ja. Das fand ich ein Produktionsmoment, so. Das war ganz schön. Ja, schön, das war echt ganz cool. Aber sonst stand ja auch schon super viel eigentlich von dem Song, weil ihr da ja auch schon und du, Servi, da ja schon voll viel im Studio vorbereitet hattest. Das ist einer von den Songs, die du ja mit produced hast. Ja, das war sehr, sehr geil. Ja, das war echt einer der ersten Songs. Ne, Henning hatte ja irgendwann mal die Szene an der Gitarre, wo die Melodie schon auftaucht und die Akkorde. Und dann haben wir jetzt bei mir im Studio gebastelt. Dann ist noch der Proberaum mitgebracht und da haben wir dann zusammen dran gebastelt. Also es war irgendwie ein schöner Prozess, das stimmt. Genau, und ich glaube, so zum ersten Mal so richtig das Gesicht vom Song gesehen, als Sevi meine Gesangslinie auf dem Bass gespielt hat und dann dieses dum 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 dum. Ja. Dachte so, ah, okay, das, so ein Song wird das. Ja. Das fand ich ganz gut. Ist aber irgendwie geil, dass der jetzt so der titelgebende Track geworden ist und dass so die Zeile daraus das jetzt geworden ist. Wir hatten das auch mal überlegt, wir spielen ja live immer so ein Song, tut gut wieder hier zu sein, darüber, wie schön es ist, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und endlich wieder Musik vor Leuten zu machen, nach
2,5 Jahren jetzt. Und das war ganz am Anfang, als wir so angefangen hatten, auch mal so kurz die Idee, vielleicht das Album auch einfach so zu nennen oder so den Titel vielleicht irgendwie daraus zu nehmen. Aber finde ich jetzt irgendwie auch ganz geil, dass das aus dem gemütlichen Zusammensitzen ist und nicht aus diesem etwas coosteren Song. Ja, auch einfach schon auch sehr gerne. Eben. Ich meine, auf Tour sitzt man die ganze Zeit. Ja. Das ist auch das Einzige, wo Dieter Bohlen und ich uns einig sind, dass der Beruf Musiker vor allen Dingen warten ist. Ich wette, jetzt wird sich gleich wieder über uns lustig gemacht. Jetzt machen wir unseren Livestream, da gibt es wieder ein Meme über uns. English speaking guys, we're so happy for your comments and so happy for you guys listening to us. Our love goes to everywhere, but of course the Brazil flag, Mexico flag, and my lovely Turkish flag, and it makes us very, very happy. Auch die Kanarischen Inseln machen uns glücklich. Und hast du schon die Kommentare? And, bei mir laden die Kommentare leider nicht mehr. Ich sehe nur noch Saludos desde Colombia. Vielleicht ist das aber auch der schönste Kommentar. Ja. Okay. Das war die. Wir können uns natürlich noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, natürlich bedanken bei jetzt den Menschen, die bei Es ist Abend mitgewirkt haben. Ich zähle mal Namen auf. Beim Video, ne? Beim Video. Entschuldigung, mein Fehler, danke. Langer, danke Ganter, Entschuldigung, danke Kapp, danke Lapp, danke Rotenberg, danke Bieler, danke Krüger, Lele, belebt. das war wirklich super. Wir sind ganz dankbar, wie gut die Leute das alle immer mit uns machen. Und wir hoffen, guys, we really hope. Like the new video, it's a chill song, it's a song to sit together and drink and talk and tell stories, and we look forward to everybody enjoying it. And we are super excited about the release date of the album, which is going to be 3rd of March, 3rd of March next year. So much time to pre-order, You can literally do it, I think, 200 days in a row now. Oh, I would love that. Okay, I wish you a very happy evening sitting. Yes, for you too. Yes. It's a pleasure to meet you online, live on Instagram. Always a pleasure. Later we see each other probably via another video call. Yes. I think so too. I think so too. And I am very much looking forward to see you in real person the next days. On the stage. on the stage. The best meet is always the stage. Okay, thank you guys for tuning in. Regards. Thank you guys. Ciao. Over to YouTube. So. Genau, YouTube. Bis bald. Ciao. Ciao.